Hallo, mein Name ist Till Papenfuß und ich erkläre euch die Grundlagen von der Modalanalyse in diesem Video. Und zwar in diesem speziellen Video, warum gibt es eigentlich diese ganzen Hammerspitzen beim Modalhammer? Da gibt es weiche, harte, mittelharte. Wozu ist das gut? Ich hau einfach drauf und fertig. Man hat sich was dabei gedacht. Ich erkläre mal, wozu das gut ist. Schauen wir uns einfach mal so einen Hammer an. Wenn man so einen Hammer mal aufmacht, da gibt es einmal das Kalibrierdatei. Kann man einstellen, wie empfindlich das Ganze ist. Erster Griff geht zum Hammer und der hat hier vorne schon eine Spitze drauf. Das ist die Kraftmessdose. Das heißt, hier zwischen werden die Kräfte gemessen und das ist die Spitze, mit der es niederhaut. Das ist, glaube ich, nennt sich Vinyl, ich nenne immer Plastikspitze. Ist eine sehr gute Ausgangssituation für die meisten Fälle. Man kann da aber auch so kleine, ich nenne es immer Verhüterli draufsetzen und dann ist das Ganze schon viel dumpfer und weicher. Es gibt bei diesem Modell sogar noch andere, für die ganz großen Jungs, Ansätze, dass man hier mit so einem Zwischenadapter grün, ja, rot oder eben grau aufschraubt. Das heißt, hier haben wir auch nochmal verschiedene Härten. Muss man sich nicht merken. Wir haben hier, das ist butterweich, das ist wie ein hartes Steak und das ist wieder sehr hartes Plastik. Das merkt man sofort. Viel dumpfer. Es ist der gleiche Tisch. Moment mal, es ist der gleiche Tisch, aber je nachdem, mit welcher Spitze ich anrege, klingt der anders. Wie kann denn das schon wieder sein? Und darum geht's. Welche Frequenzen rege ich überhaupt an? Ich habe hier immer noch mein Rasenmäher. Die Leute, die anderen Videos gesehen haben, kennen ihn bereits. So, ich hau jetzt mit der Plastikspitze drauf. Bang, so klang jetzt dieser Rasenmäherholm. Und welche Einstellung hat er jetzt genommen? Ich sehe, er geht jetzt hier auf eine Samplingrate von 16 kHz. Das ist schon relativ hoch für Körperschall, weil es auch eine sehr harte Plastikspitze ist. Und wir können jetzt hier schon sehen, ja, das Signal schwingt gut aus. Wir haben auch einen klaren Schlag hier drin, das Hammerschlagsignal, Beschleunigungssignal. Und hier sieht man, das ist das Entscheidende, das Autospektrum. Das heißt, in welcher Frequenz, aufgetragen ist von links nach rechts die Frequenz, steckt die Energie jetzt drin. Wir können jetzt sehr schön sehen, dass wir hier wirklich von 0 Hertz bis gut bis 4000 und immer noch viel Energie bis 6000. Wir können also bis sehr 6000 Hertz bestimmt Analysen an diesem Gerät durchführen mit dieser Spitze. Die passende Einstellung haben wir rechts gewonnen. Wir sehen aber auch, dass die Frequenzauflösung 15 Hertz nur noch beträgt. Wenn wir bei 6000 Hertz sind oder 6015 oder 6030 Hertz, da reicht mir diese Aufteilung. Wenn ich aber zu den tiefen Frequenzen runter möchte, das heißt, was ist denn hier bei 30 Hertz, bei 40 Hertz los, dann ist natürlich so ein Sprung von 15 Hertz viel zu grob. Zu den tiefen Frequenzen möchte ich eine höhere Frequenzauflösung haben und deswegen muss ich diese tiefen Frequenzen auch anregen. Ja, sag ich, ich habe die doch angeregt, ist doch alles drin. Kommen wir wieder zurück zum Menschen. Ja? Einfache Schwingform. Es hängt entscheidend davon ab, wie man anregt, wie hart man anregt. Auf dem Spielplatz. Da haben wir auch eine Schwingform, nämlich das kleine Kind auf seiner Schaukel. Ja, das ist ein System, das schwingt vielleicht so mit 0,5 Hertz vor und zurück. Und das kleine Kind sagt, Papa, anschubsen. Ja, und ich bin jetzt der Papa und ich schubse an. So, wie schubse ich an? Jetzt kann der Ingenieur sagen, ja, warte mal, das ist ein Schwingsystem, das braucht jetzt einen Impuls. Ja, das muss jetzt schwingen. Also Masse mal Geschwindigkeit. Ich brauche erstmal mehr Masse und ich brauche Geschwindigkeit. Dann haben wir auch einen guten Impuls. Dann klappt sich der motivierte Vater vielleicht noch so einen Baseballschläger raus und sagt, pass mal auf, hier, da ist das Kind. Pass auf, Papa schubst an. Bist du bereit? Okay, jetzt kommt der Impuls. Finger weg, so. Ja, gut, mal verliert das Sorgerecht. Aber was passiert jetzt genau? Erwartet ihr jetzt ernsthaft, dass dieses Schwingsystem nach dem harten Schlag, Holz auf Holz, wir treffen das Holz, dass es dann schön rausschwingt und zurückkommt, dass es die 0,5 Hertz auslegt? Im Leben nicht. Was das System macht nach einer harten Anregung ist, oh Gott. Die hohen Frequenzen, irgendwelche Schüttelmoden, irgendwie, die werden angeregt. Für die tiefe Frequenz war die Einwirkzeit viel zu kurz. Das muss länger gehen. Nativ gehe ich doch hin als Familienvater, weg mit dem harten Holzschläger. Tiefe Frequenz, ich stelle mich weich dahin und nehme das Kind und sage, hui, lange Einwirkzeit, weiter. Ich begleite die Schwingung auf ihrem Weg und drücke die Energie da rein und dann geht's hoch raus. Nochmal und wieder, hui. Ja? Tiefe Frequenzen weich anregen. Die hohen Frequenzen werden dann weg sein. Das ist der Nachteil. Denn die wollten eigentlich schon längst wackeln und schlabbern, während ich immer noch dran war. Die habe ich ja schon wieder weggetilgt, die habe ich ja schon gedämpft, weil ich immer noch dran war. Das heißt, mit einer weichen Spitze tiefe Frequenzen anregen, mit einer harten Spitze konzentrieren wir uns auf die hohen.
Frequenzanteile. Ich zeige das mal. Das Einfachste ist ja, es gibt ja dieses Verhüterli, die stoppe ich einfach mal hier noch so drauf. Ich ändere nichts außer diese Gummispitze und klopfe an. Dieses Pack ist auch schon weg, es ist viel dumpfer jetzt in der Anregung, weil die tiefen Frequenzen jetzt durchkommen und die hohen wegfallen. Schauen wir uns das mal an. Was ist jetzt passiert? Jetzt sagt er, gut, du regst ja mehr tiefe Frequenzen an, da reicht eine Samplingrate von 3000 Hertz und ich erreiche jetzt eine Frequenzauflösung von 3 Hertz, also schon deutlich besser als das, was wir haben wollten. Und wir sehen aber auch, dass wir hier nicht mehr bis 6 kHz kommen, sondern wir sind irgendwo bei 1000, 1500 Hertz, wo es dann wegbricht. Also wir beschränken uns auf tiefere Frequenzen. Es gibt, irgendwo in einem Tütchen, gibt es auch die ganz harte Nummer, also über Plastik. Ich will es nochmal kurz gezeigt haben. Über Plastik kommt dann auch nochmal die Metallspitze. Das ist die ganz harte Nummer. Die kann ja auch aufgeschraubt werden. Wichtig, auf der Seite aufschrauben, nicht da. Ja, das muss immer zwischen dem Sensor, ja, der Kraftmesszelle und der Masse des Hammers sein. Ne? Das ist nicht dafür. Das wäre die ganz harte Nummer, ist jetzt für dieses Gerät völlig daneben. So, deswegen nehmen wir mal den Aufsatz hier. Tiefe Frequenzen sollten ja auch nicht nur an einer winzigen Stelle angeregt werden. Da muss man auch ein bisschen... Ne? Mit zwei Händen drücke ich da rein. Ne? Da muss man sich ein bisschen breiter aufstellen. Und damit ich die jetzt anrege, ich, ne? Ja, bum, bum, bum. Da gibt es auch noch den Zusatz, vielleicht haben Sie auch schon mal gesehen, jetzt gibt es auch eine zusätzliche Masse noch, damit ich da auch richtig Rums reinkriege. Und die kommt hier hinten drauf. Eine zusätzliche Masse drauf, damit ich da auch richtig Rums drauf habe. Er misst jetzt deutlich länger. Das ist richtig, weil er jetzt zu höheren, also feinere Frequenzauflösungen kann. Und wenn er jetzt auf ein Hertz auflösen muss oder soll, sind wir jetzt hier bei 2 Hertz angekommen, dann muss er ja auch entsprechend eine halbe Sekunde lang messen. Für die unter euch, die sich mit Modalanalyse bereits auskennen, die werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ich stelle doch meine Frequenzauflösung nicht durch die Wahl der Hammerspitze ein. Nein. Wenn ich weich anrege, dann kommt es zu einem längeren Ausschwingvorgang und dadurch wird die Automatik länger messen. Und eine längere Messzeit, das vergrößert meine Frequenzauflösung. Ich kann also auch mit einer harten Spitze, die nur kurz anregt, eine längere Messzeit vorsehen. Das muss man aber dann manuell einstellen. Das ist schon ein bisschen fortgeschrittenes Niveau, deswegen machen wir das im nächsten Video. Für jetzt und hier, Thema Hammerspitze als Faustregel. Wir wollen möglichst kurz und impulshaltig anregen, damit wir ein breites Spektrum und damit alle Frequenzen anregen. Es gibt da nur Grenzen. Wenn ich zu hart anrege, gibt es auch sehr viele hohe Pegel, gerade im hohen Frequenzbereich, sodass die tiefen Frequenzen kaum noch angeregt werden und auch völlig im Rauschen versinken. Das drückt den Aussteuerungspegel zu stark nach oben, deswegen nicht übertreiben nach oben raus. Und außerdem bei einer zu harten Spitze haue ich mir auch gerne mal eine Macke in mein Objekt. Also, bis dann. Tschüss.